Wenn du dir ein Feldkniven F1 Black kaufst, dann muss dir eine Sache klar sein. Nachdem du ein paar Mal gearbeitet hast, wird das schön nicht mehr schön sein. Was das bedeutet, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Feldkniven F1 Black. So, ich habe schon vor vielen Jahren, ich glaube es 3 Jahren mal, ein Video gemacht. Da ging es um das Spyderco, da ist das sehr, sehr ähnlich. Ja? Und zwar zwischen Black, also beschichtet, und nicht. Und da habe ich damals gesagt, wenn du ein schwarzes brauchst, weil du eine Militärperson bist, die nicht Blinkzeichen geben will, damit du nicht beschossen wirst, bla bla bla, dann wirst du ein Black brauchen. Und sonst, das ist meine Meinung, ist ein Black eigentlich für den Sammler interessant, aber ich brauche es nicht. So, wir haben dieses F1 Black, aber es ist ja beim A1 genauso, es ist bei allen so. Die sind sehr, sehr schön, wenn man sie auspackt, aber sobald du anfängst, also so schaut das aus, schaut schön aus, gell? So, aber sobald du anfängst, hier zu arbeiten, beginnt er mal langsam, da mal so ganz leicht was, ja, so. Das beim Arbeiten, das würde ja noch gehen, aber sobald wir batonieren und was spalten und hacken, wird es relativ rasch, relativ schier. Schier, ich meine, also hässlich. Ja, also daher jetzt ganz allgemein, lohnt sich das, das Schwarze? Ich weiß es nicht, das musst du selber wissen, aber es wird relativ rasch hässlich. So, werden wir gleich sehen. So, bin noch nicht fertig. Ich hab's noch nicht durchbatoniert. So, Rackasa, Kupata. Und das ist beim F1 genauso wie beim A1. Das macht alles keinen Unterschied. Es ist einfach so. Das wird wirklich relativ rasch schier. So, wenn du sagst, das gibt dem Messer den Charakter, ich brauche das, dann ist ja gut. Wenn du sagst, ich brauche das, weil ich mich vom Feind verstecken will, ist auch gut. Wenn du sagst, ich möchte es aber schwarz haben, weil das viel schöner ausschaut und es bei mir eh noch in der Vitrine liegt, dann ist auch gut. Aber wenn du ein perfekt schwarzes Messer haben willst und arbeiten, batonieren, schnitzen und dir erwartest, dass es die ganze Zeit einfach nur das schönste Messer der Welt bleibt, nämlich so schwarz wie es war, dann wirst du jetzt gleich erfahren, dass dem nicht so ist. Schau mal her, es beginnt jetzt da schon, die schwarze Beschichtung loszuwerden. Ja? Und umso öfter, und schau her mal, das sieht man jetzt da auch, diese Esche ist nicht normal, innen hier so schwarz. Ich meine, es gibt Krankheiten, Pilzerkrankungen, die das auch machen, aber das ist das Messer. Da auf der anderen Seite genauso, das ist das Messer. Das heißt, wenn du hier ein paar Mal batonierst, wirklich ein paar Mal, ich weiß nicht, das hängt immer vom Holz ab, das hängt immer davon ab, wie feucht es ist, wie hart es ist, wie dicht es ist. Ja? Aber besonders bei diesen Arbeiten hier, besonders beim Batonieren, und wenn das recht einklemmt, geht da die schwarze Beschichtung runter. Ist das schön? Ich weiß es nicht. Das liegt immer im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Aber ich möchte etwas der Fairness halber einfach dazu sagen. Also liebe Leute, wenn du jemand bist, der sagt, mein schwarzes Messer muss schwarz und schön und genial bleiben und ich möchte, dass es das schönste Messer der Welt bleibt, dann darfst du solche Sachen hier nicht machen und musst es in die Vitrine legen oder dir ein silbernes kaufen. Das ist alles billige Eigenwerbung. Es gibt natürlich alles bei uns im Shop. Es gibt es hier in Black natürlich. Ja. Es gibt es auch ganz normal in der Silberausführung, ist vollkommen egal, aber wie auch immer wir es drehen und wenden, schau mal her, das war nickelnagelneu, ja? Und das passiert jetzt, besonders beim Betonen. Wenn du nur schnitzt, dann geht es natürlich nicht so, dann sieht man das auch, aber das ist nicht dasselbe. Wenn ich da jetzt durch das Holz gleite, dann ist das was anderes, weil das Holz, diese Spänen, die ziehen sich ab, die gehen nach vor, ja? Und da geht nicht so viel Druck, ja, auf diese Klinge hier. Aber das Batonieren ist ganz einfach eine fette Sache. Einmal mache ich es noch. Einmal noch bitte. Ich möchte nämlich noch was zeigen. So, einmal noch. So schaut das dann aus. Ja, und da kann man jetzt sagen, ah, das ist hässlich. Ja, das liegt immer im Auge des Betrachters. Manche sagen, oh ja, jetzt hat es Charakter. Aber ich möchte noch was zeigen. Durch das böse Batonieren, was ja manche sowieso hassen wie die Pest, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe immer da auf die Spitze drauf geklopft. Ja? Bin da beinhart. Das Messer hält das locker aus. F1 ist cool. Ja, wirklich cool. Aber das muss auch jeder entscheiden. Aber schau mal her, durch das Draufknallen, dann mal da drauf klopft und hier drauf klopft. Aber da, schau mal her, das blattet ab, das geht einfach ab.
Ist das cool? Na, ist es nicht, aber es ist einfach so. Und das hängt jetzt vom Holz ab. Wenn du ein recht weiches Holz hast, das nicht so dicht ist, Esche ist doch etwas Dichtes und Starkes und Massives, ja. Wenn du ein Holz hast, das auch verdreht ist, dann dauert es länger. Wenn du etwas hast, das so wie die Esche gegenständig ist, die drückt richtig, da drücken die Fasern drücken da echt fett zusammen und dadurch schaut es doch ein paar Mal so aus. Aber wenn du jetzt Haseln spalten würdest, dann wärst das halt, kannst du das halt 10 Mal oder 20 oder 30 oder nein, 30 Mal batonieren sowieso nicht, aber vielleicht 10 oder 15 Mal batonieren. Das Messer schaut innerhalb kürzester Zeit so aus. So. Und das wollte ich damit klarstellen, nämlich für all jene, die sich so ein Messer kaufen und die falsche Erwartung haben und dann böse sind auf die Händler oder auch auf mich, weil ich bin auch Händler, und sagen, ja, das ist ja alles nur Mist. Mist ist Mist, wenn du etwas kaufst, wo du glaubst, dass es das nicht tut, was es dann tut. Sonst ist es cool. Das war's. Jetzt bist du dran. Hast du dein Feldkniven schwarz? Schaut das mit der Zeit auch so aus? Gehst du mit einem Eddingstift dann hinterher und malst es ab? Oder sagst, ja, ich liebe den Charakter. Oder du sagst, oh, das Messer liegt sowieso nur in der Vitrine. Dann ist auch gut. Und schreib mal, wozu man eigentlich eine Messerbeschichtung braucht. Ich danke dir. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Das ist alles billige Eigenwerbung. Den Link in meinen Shop zu den Produkten gebe ich dir natürlich. Ist ja ganz klar. Und natürlich hier. Schau mal her. In dem wunderschönen Waldurlaub-Panorama hier in meinem Greenscreen, den ich da jetzt habe. Schau auch da vorbei, wenn du magst. Abo da lass, da geht es direkt in den Shop zum F1 Black oder normal, ganz wie du magst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich wieder gefreut, dein Rainer Rossmann. Und, joe, so kann es gehen.